Oh, Leverkusen will Cavani haben. Okay, ja gut, die rüsten jetzt alle kräftig auf. Da müssen wir mal höllisch aufpassen. Was haben wir denn Transferangebot? Moting, 10,5 Millionen. Oh, nee, aber sowieso nicht unter Marktwert. Aber dann hier Christian Clemens nach Bremen. Das ist zumindest mal ein Angebot, was ich sagen würde, ja. Gut. Rotationsspiele. Okay. Dass ich den Bayern jetzt gerade mal das nächste Teil einen riesen Spieler wegnehme. 5 Jahresvertrag. Boah, das ist krass. Das ist krass, dass ich jetzt gerade mal Douglas Costa kriege. Wen habe ich da jetzt verkauft? Bushi dann nach Bremen. Ach, Marseille. Marseille Sevilla Monaco, okay. Na gut, dann geht's jetzt ein zweites Spiel. Das zweite Spiel in der Gruppe läuft. Das ein oder andere Highlight haben wir so, ja schon das gesehen Ding im Wettbewerb. Mal sehen, ob es heute so weitergeht. Und da haben wir die Startformation von Olympique Marseille. Bei ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Es wird also viel über die Flügel gehen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und den hält er fest. Gut gemacht. Kurze Ausstellung. Das war einfach. Und er hat den Ball. Schießt er ihn rein. Er trifft den Pfosten. Alter, ich muss ihn aufpassen. Marseille ist noch. Bonsoir Clément. Er verlucht. Also, das haben wir von ihm schon besser gesehen. Aber sie haben ihn auch unter Druck gesetzt. Das war nicht so einfach, hier noch einen guten Abschluss hinzubekommen. Mir gefällt. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Sind leider Nationalmannschaft unterwegs sein. Minoulet sei auch ein Fährmann. Di Santo. Er lässt den Gegner stehen. Er schießt. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Wollt ihr das Ding ins Tor tragen? Da passt er auf und geht dazwischen. Kolasinac. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, der geht am Hector Gegenspieler vorbei. Oro nicht dabei. Tielemans. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Da war er noch dran, aber es reicht nicht. Der Ball ist im Tor. Na gut, machen wir's. 1-0. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt. Ein wirklich schöner Treffer. Da konnte der Schütze sein ganzes Können zeigen. Schön über die Mauer hinlegen. Geht gar nicht hoch. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. 1-0. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Tielemans.
90ern bekommen. Mit Abstoß geht's weiter. Was? Abstoß? Jetzt in die Ecke gehockt. Ja, wenn ich Pech habe, treffe ich den ganz ein. Lukas Costa, weil der auch bei der Nationalmannschaft unterwegs ist. Sané. Keine gute Verteidigung. Da kommt der Schuss. Er hält den Ball fest. Das war okay, wichtig. Ich weiß nicht, wie die das erste Spiel gespielt haben. Alessandrini. Es gab auf jeden Fall einen Sieger. Weiter gefährlich. Das kann ich noch beachten. So, Goretzka. Der kommt gut. Sané. Schöner Volleyschuss. Ein unfassbares Tor. Schöne Flanke und schöner Abschluss. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Er ist ja mit Dortmund 13 gestartet. Anfang der letzten Saison ist nicht stärker geworden, obwohl er eigentlich fast alles durchgespielt hat. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Sané! Sané! So viel zum Thema, der Gegner ist schwerer. Jetzt kriegen sie es gerade dicke drauf. 39. Minute, 3:0. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Ja, er hat aber auch Glück, da war es total der Pfostenschuss. Schade. Ich weiß doch eigentlich. Ja, wie? Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Das war noch gar nicht. Auch Bonsoir Clément. Aber sauberes Tackling von ihm. Alles gut, Hammer. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. So funktioniert es ja auch. Die Santo. Schussversuch. Und Tor. Santo. Klasse gemacht. Nichts zu halten. Die nächsten 3 Punkte sind in dieser. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei, unüberlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Halbzeit. Und der Spielstand ist schon etwas überraschend. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Gut, wie geht das andere? Das Spiel steht 1-1. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Hey, wir hätten auch nichts dagegen, wenn das schon die Es geht weiter im Gruppenspiel. Ist ja die zweite Partie heute. Klar, dass sie hier was mitnehmen wollen. Dass wir dann quasi im letzten Spiel ein bisschen ruhiger eingehen können, als wenn wir einen ganzen Druck davor haben. Weil letztes Jahr in Tottenham hatten wir gewinnen müssten mit der ersten. Die werden. Ja, okay, da kam ich nicht durch. Alessandrini. Ich gebe es ganz offen zu. Mit so erschießt. Gute Aktion vom Torhüter. Ach, schade. Der passt nicht. Jetzt gibt es einen Einwurf. Einwurf für dich.
Jetzt Salvio. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Und nun ein Schuss. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Diarra. Salvio. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Weil Höwedes ist ja nicht da ist. JJJ. Aber das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen für eine gute tolle Arbeit, Flanke. So den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Ich würde ja gerne. Versuch's mit dem Kopf. Ja, die Flanke kann er nicht richtig verwerten. Nee. Er kommt zwar mit dem Kopf dran, aber ohne Druck keine Gefahr. Ich weiß nicht, ob es da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Lemina. Und jetzt ein Schuss. Uiuiui, der war gut. Der war auch vor allem wichtig. Kopfballchance. Das muss ein Elfmeter sein. Das muss ein Elfmeter sein. Oder so ein Handspiel. Ja, sei es drum. Das ist halt das erste Gegentor. Der überpasst! Ah, der passt tatsächlich. Schön oben in die Mitte reingesetzt. Naja, 1-4. Super gemacht! Kein Anzeichen von Nervosität. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Und das könnte jetzt gelb. Gefährlich werden. Gute Freistoßmöglichkeit. Und gelb gibt's auch noch. Richtige Entscheidung. Kein guter Freistoß. Der geht in die Mauer. War nicht ganz über die Mauer. Jetzt gibt's Eckstoß. Diesmal ist die Mauer in den Toten gesprungen. Das hat nämlich immer den Freistoß nicht gemacht. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Macht er ihn. Das war einfach für den Torwart. Geist. Hätte ja wahrscheinlich gepasst. Da kommt der Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Den Ball kann er klären. Super Flanke. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Kaiser. Goretzka. Goretzka. Gleich bringt er die Ecke rein. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Das geht in Ordnung. Okay. Eindeutig mit der Hand dran. Ja, gut. Schießt er! Tor! Der Torhüter war dran, aber nicht mehr entscheidend. Da ist er mal vorne und da trifft er auch noch. Einer der seltenen Ausflüge des Abwehrspielers und er wird belohnt. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt. So, jetzt kann ich nochmal schnell mal wieder durchwechseln. Aogo ist tatsächlich dabei. Okay. Nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Ja, dreimal bei uns. Das war einfach. Und er hat den Ball. Gib mal was raus, aber ist egal. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Kommt.
Tielemans. Auf die Jai. Auf die Jai, der ist ein schneller Spieler, der ist gut. Der ist und er schießt! Da schießt er daneben! Oh, fast mit dem Tor. Guter Körpereinsatz hier. Nkulu. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist beendet. Einseitiges Match. 5-1 im Ende. Eins hat Sevilla das erste Spiel gewonnen. Okay, gegen Monaco ist tatsächlich schon raus. Haben wir echt ein Endspiel? Ich glaube, wir haben tatsächlich ein Endspiel gegen Sevilla. Na, geht. Dann hat tatsächlich Marseille das